So. Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Featuring, wir verschieben eine Kamera. Nee, jetzt mal ernsthaft. Sorry für den Kamerafilm im letzten Part. Ich habe viel an der Minimap gezeigt und die hat er nicht gesehen, weil meine Fresse ja im Weg war. Ich habe mir jetzt ein hoffentlich, also für mich sehr interessantes Thema herausgesucht, da ich mich in letzter Zeit sehr viel mit diesem Phänomen und auch Problem beschäftigt habe. Aber wir werden heute einfach nochmal Isaac zocken. Ich darf es mir jetzt einfach mal gönnen. Es geht nämlich... Und wir haben Ton. Ton, beste Leute, beste. Es geht heute nämlich mal um das Thema Handys. Beziehungsweise Smartphones. Oh, gleich eine Pille. Cheers up. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe ja eigene Meinung dazu, ich versuche sie so gut wie es geht rauszulassen. Ich hoffe, das mit dem Ton passt so. Sollte aber. Da ich. Ja, meine Meinung ist in diesem. Im Falle eines Smartphones sehr. Eindeutig und ich. By the way, ich habe selbst ein Smartphone. Ist ein Samsung. Samsung. Ich kann den Namen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich spreche den Namen falsch. Darum geht es aber gerade nicht. Ist noch ein. Doch noch ein bisschen älteres Modell. Ich glaube, es ist irgendwie schon das S4 raus. Das ist. Dieses Handy ist älter als das S2, also jetzt 3 Jahre. Ja, davon glaube ich rausgekommen. So, wir gehen jetzt erstmal zum Boxraum. Ach, Insta-Damage. Oh, okay. Und da ich in letzter Zeit. Soll ich das sagen? Ich habe eine Phase gehabt über 2-3 Tage, wo ich gesagt habe, ich möchte nirgendwo erreichbar sein. Jeder, der mich persönlich gut kennt, weiß, woran es lag. Also die meisten wissen es eigentlich, jeder, der irgendwie damit zu tun hatte. Und ich habe in der Zeit auch kein Handy gehabt. Beziehungsweise ich hatte ein Handy auf Flugmodus. Und ich muss sagen, das hat meine Einstellung zu Smartphones sehr. Oh, kein Teil. Egal, schauen wir nochmal kurz in den Sündenraum rein. Nachdem wir ja eh das Herz dann verlieren. War jetzt ein bisschen doof von mir, das Herz jetzt schon wählen, aber. Verpiss dich, Trolleybombe. Oh, gefällt mir. Einen werfen wir noch rein. Gut, nix. Egal, wirf. Ich war zuvor ein großer Befürworter von Smartphones und ich laufe wahrscheinlich viel zu viel off-topic und werde sterben, bevor ich meine ersten Argumente anbringen kann. Aber diese Zeit hat. Es waren nur 2 oder 3 Tage, aber es ist. Man merkt den Unterschied einfach, wie es ist, wenn man nicht die ganze Zeit auf sein Handy schauen muss, wenn man einfach mal komplett abschalten kann. Weil das ist das Problem der meiner Generation. Man hängt viel zu sehr an seinem Telefon. Und. Ich die Programme, ich glaube es nicht. Und
Ich habe selbst bei mir so im Nachhinein auch gemerkt, dass ich viel zu oft und viel zu viel am Handy gehangen bin, um mit irgendjemandem Kontakt aufzunehmen oder Kontakt zu halten. Und okay, ich war noch nie dieser Freund, der komplett über das Internet verbunden war. Beziehung war eine Fernbeziehung und bin halt viel über Skype, klar, Keks, Club, aber Bane, YOLO. Und damit wäre ich sogar schon bei meinem ersten Vor- und gleichzeitig Nachtrag. Wir haben schon wieder keine Schlüssel. Sagst du, du willst mich verarschen? Nämlich, dass man eigentlich nahezu immer erreichbar ist und nahezu immer erreichbar ist. Und dass das Handy auch bei den meisten Menschen, ich mit einbeschlossen, zu der Zeit noch auch auf laut war. Oh, wir haben nicht der Pisser. Der kommt nach einer Zeit, beziehungsweise nachdem man sich erstmal die Mutter besiegt hat. Und das ist so ein richtiges Arschloch eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie man. Und es ist ja sogar wissenschaftlich belegt worden, dass dieser Online-Zwang, den man hat, beziehungsweise die Tatsache, dass man immer erreichbar ist mit Smartphones, zu psychischen Problemen geführt hat, von Stress, so, ah, jetzt bin ich wieder viel zu scheiße und Stress und dergleichen. Und ich finde, das ist sogar eins der größten Probleme an Smartphones. Es nervt mich heute, also es nervt mich jetzt auch wieder, wenn ich mein Handy anhabe. Ich habe es sehr oft gar nicht erst dabei. Dann wird es bei mir einfach daheim, weil wenn ich dann bei meinem Nachbarn bin oder bei Freunden in der Nähe wohne, wo es zum Beispiel dann über die Straße geht, ja, ich habe noch Kontakt zu Menschen, die bei mir gegenüber wohnen. Die sehe ich nur alle 2-3 Jahre mal sehe. Und dann brauche ich mein Handy eigentlich auch nicht mitnehmen, weil wenn irgendwer was braucht, dann bin ich über Telefon erreichbar. Bin ich halt da. So, muss man halt bei mir daheim anrufen und meine Eltern sagen es mir dann. Und ich bin ganz ehrlich damit glücklicher, auch mal abzuschalten mit Freunden, irgendwie bei Kumpels zu sein. Einfach so eine zu rauchen oder einfach so zu reden. Fußball spielen gehen. Yes. Denkt man, dass das Fliegen hatten wir in der letzten Folge schon. Nein, ich kann ja nicht mehr fliegen. Schade. Ah. Oh. Lammherd. Finde ich im Moment sogar besser. Und alles, was ich jetzt sage, ist natürlich nur meine eigene Meinung. Und wie es mir da mit dieser Umstellung geht oder gegangen ist, dann auf meinen Spickzettel schauen. Natürlich ein Vorteil ist, genau, und das Gegenteil, man kann es jetzt als Vor- oder als Nachteil auslegen. Man ist immer erreichbar. Oh ne, nicht der Spaß, die, obwohl er geht ja noch. Alter, nicht wenn ich reinrenne. Alter, was geht jetzt ab? Und man kann einfach, hatte ich gerade ein Glück, man ist einfach immer erreichbar und
Denn was ist, wenn man in der Stadt ist oder eben auch wenn man mit Freunden ist und irgendjemand braucht was, dann kann halt einfach auf dem Handy anrufen, geht auch an den normalen Handy auf. Ja. Also, das ist für mich jetzt auch kein Argument, das für ein Smartphone spricht. Natürlich, man hat WhatsApp, in dem man um einiges leichter erreichbar ist. Das wäre eigentlich sogar ein eigenes Argument, man ist leichter erreichbar. Man hat einen Facebook Messenger, das heißt, man braucht nicht nur die Handynummer von jemandem. Und ich hasse das. Das sind diese laufenden Bobbys. Die sind halt so voll geschadet. Es hat natürlich auch dann seine Vorteile, wenn man immer reich wird. Bist du nicht jetzt fahrisch? Das sind noch schlimmere Varianten von den laufenden Giftbobbles. Die machen sich Schaden, wenn sie einen berühren. Also richtig, richtig guter. Es ist auf jeden Fall praktisch, ein Smartphone zu haben. Nein! Man hat damit eigentlich alles, was man braucht. Ich habe, wenn ich jetzt mal so aus eigener Erfahrung spreche, obwohl ich habe ziemlich viel Nonsens drauf, dass ich gerne Apps habe, ein Spiel. Ich habe einen Fahrplan, eine Fahrplanauskunft, also die Fahrplan-App, nennen wir es so. Von meiner Busverbindung von hier nach in die Stadt rein. Natürlich ein Mac, aber den hat man beim normalen Handy auch. Facebook natürlich, Instant Button ist ein recht nettes Spielzeug. Ein P-Magazin, wenn man echt langweilig ist. Facebook, Messenger, WhatsApp, Viper ist auch noch ganz nett. Ich habe meine Mails eigentlich immer bei mir. Ich habe noch irgendwie ganz nett. CPU-Tuner, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, das regelt die CPU-Scheiße und gerade so ein bisschen Real Talk von mir, dass mir das gefällt. Gefällt mir. Das ist gerade ganz nett. Und dann habe ich noch einen Nachteil. Ich dachte, da ich schon immer mehr jemand bin, der es unglaublich gerne diskutiert hat und unglaublich gerne mit jemandem, der auch komplett anderer Meinung ist, versucht hat, ihn zu überzeugen oder nicht überzeugen lassen. Dachte ich, ich brauche jetzt schon einiges länger. Nämlich, kommen wir noch mal zurück zu dem Praktischen. Man hat immer seine Nachricht, man ist eben auch um einiges besser erreichbar. Ah, es geht. Ich gehe Level hoch. Oh, komm schon. Was geht jetzt? Das sind so wenig. Das ist scheiße. An sich ist das ja auch für sich selbst. Und was ich noch als Nachteil habe, was mich unglaublich stört an Smartphones im Allgemeinen. Auch wenn ich das jetzt sehr auf eine gewisse Marke beziehen soll. Ich glaube, ihr weiß jetzt, was ich meinen werde. Das Smartphone als Statussymbol. Stichwort iPhone, beziehungsweise Stichwort Apple an sich. Ich habe absolut nichts gegen Apple-Produkte. Aber, also ich kenne viele Leute, die Apple-Produkte benutzen. Mein Stiefvater ist ein unglaublich riesiger Apple-Fan, hat viel von Apple, irgendwie alles technische bei ihm ist von der Firma Apple. Er hat ein iPhone, er hat ein iPad, er hat ein iMac und er ist unglaublich zufrieden damit. Aber Probleme an Apple an sich sind zum ersten einmal, es ist sehr, sehr teuer. Und das macht, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zu einem Statussymbol. Alter, schaut mal her, ich kann den iPhone leisten, ich bin so reich, ich hab Geld, lass mich Freunde sein. Ich bin von diesem Freund, reich, lass mich Freunde sein. Versteht ihr, ich bin nicht so der Freund von lass uns Freunde sein.
Jetzt bitte halt's Maul, Philipp. Bitte. Sehr schön, danke. Ich weiß nicht, das hat einfach nichts mehr mit Freundschaft zu tun, aber das wäre ja auch ein ganz anderes Thema und ich hasse solche Räume. Wenn ich so unglaublich scheiße Kartenteller an sich. Er ist nur jemand, der mich sehr gerne damit aufzieht, dass Apple, besonders wenn es um meinen PC geht, da ich kein Mensch bin, der technisch begabt ist, also was den PC an sich angeht, arbeiten mit dem PC gerne. Photoshop, After Effects, Zocken. Ja, jetzt hab ich eigentlich Bombs an. Hat sie jetzt nicht wirklich gebracht. Hätte ich vielleicht vorher verwenden sollen. Das wäre eine Idee wert gewesen, aber war ich ja mal wieder zu gut dafür. War blöd, ne? Like you say. Das Ghost Baby. Das ist auch nochmal für uns mit, das ist knuffig. Ist geil. Hat Schreck. Ja, hat Schreck. Schreck. Ich glaube, das wäre sogar auch mein nächstes Video. Oh, Snack Chips. Und ein. Mann. Es gibt eigentlich sehr, sehr wenig Leute. Lol. Die an sich kein Smartphone mehr besitzen, aber verpassen diese Menschen eigentlich an sich was? Jetzt überlegt mal selbst. Ich glaube, das ist gerade genau was ganz was anderes, was ich eigentlich sagen will, nämlich dass man Menschen sehr viel auf ihr Handy mag. Ja, komm schon. Produziert. Und ja. Oh nee, oder. Ich hab mich nicht verstanden. Jedes Mal an sich, wenn ich ein Problem mit meinem Handy oder meinem PC habe, mein Dad oder was auch immer weiß, woran es geht, weiß ich eigentlich immer nur, ja, liegt dran, dass du keine Apple-Freund hast. Das höre ich aber von vielen Menschen, die Apple haben. Was geht ab? Was geht ab? So. Oh, komm schon. Ich muss mich von einem treffen lassen. 18 Minuten schon drin haben. Ja, das scheinen längere Parts zu werden. Obwohl ich jetzt einen Cut machen werde, da ich. Obwohl ich mache die Ebene noch kurz fertig. Ehrlich, was kann jetzt schon kommen? Das ist der Kopf von einem der Reiter, den wir ja schon besiegt haben. Und abschließende Worte von mir zum Thema. Man sollte selbst entscheiden, wir haben Geld bekommen. Jetzt sterbe ich eh. Ob man ein Smartphone will, man sollte diese Entscheidung aber für sich selbst treffen und nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Ich bin kein unglaublich großer Freund mehr von Smartphones, aber ich glaube, das kam in diesem Part so ein bisschen raus. Ich habe noch eins, einfach weil es nahezu unerlässlich ist. Werde aber schauen, dass ich die Zeit, die ich mit meinem Handy verbringe, definitiv reduzieren werde und jeder, den auch sein unglaublich klingelndes Handy stört. Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich das Handy eben 3 Tage lang nicht anhatte. Und ich es dann anmachen musste, weil ich das Geld anrufen musste, das ist mein Vater. Und
ich einfach mal so gefühlt 5 Minuten lang gar nichts machen konnte, weil mein Handy mir dann einfach sämtliche Sachen, die ich in 3 Tagen verpasst habe, dann mitteilen musste und dass ich irgendwie 3 E-Mails bekommen habe, dass ich auf Skype angeschrieben worden bin, auf WhatsApp, auf Facebook, auf Twitter und ich habe keine Entschuldigung erwartet. Das war fail. Und es war unglaublich nervig und ich hätte dieses Handy in diesem Moment am liebsten weggeworfen. Konnte ich ja schlecht machen, aber ich hab. Außer war das Scheiß dein teuer wie Sau. Ah, ist der Kind. Das war dumm von mir. Egal, abschließende Worte von mir. Jeder soll es machen, wie er lustig ist, wie er Smartphones mag oder nicht. Ich kenne viele, die haben. Also ich kenne sehr viele, die haben ein Smartphone. Ich kenne sehr viele, die haben kein. Also ich kenne einige, die haben kein Smartphone. An sich trifft jeder immer diese Entscheidung, ob er jetzt eins will oder nicht. Selbst, unbewusst, bewusst. Und ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut und würde sagen, das war mein zweiter Part Binding of Isaac. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen dieses Real Talk Gelaber gefallen, dass ich mir einfach mal ein Thema ausgesucht habe, das mir sehr am Herzen liegt und sowas wird vielleicht hin und wieder öfter kommen oder jetzt vermehrt werde ich mehr dieser Videos hochladen werden. Hab ja in diesem Part schon wieder das nächste Thema gefunden oder eins der nächsten. Diese Kultur YOLO. Generation YOLO. Und habe hier sowieso meinen epischen Zettel, den ich eigentlich für alles, was Gaming organisatorisches betrifft, nämlich die Runen, die ich noch brauche, von was ich wie viel habe, Themen, Pros, Kontras und so weiter und so fort. Kann Skizzen zu irgendwas, wenn mir mal was einfällt. Auch Photoshop und so wird da vielleicht schon wieder mal was drauf kommen. Vielleicht zeige ich dieses Blatt Papier irgendwann mal, wenn's. Aber das versteht eh keiner, was da alles drauf kommt. Noch kurz aufschreiben. Hashtag nicht vergessen. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.